Sie waren gekommen, um für Frieden zu demonstrieren. Doch kurz vor Beginn der Kundgebung wird das Zentrum Ankaras von zwei heftigen Explosionen erschüttert. Sie ereignen sich in der Nähe des Hauptbahnhofs. Überall Tote und Verletzte. Rettungskräfte eilen herbei. Zu dem Protestmarsch hatte die linke Opposition in der Türkei aufgerufen. Auch die Kurdenpartei HDP zählt zu den Veranstaltern. Die Regierung spricht von einem terroristischen Anschlag, möglicherweise verübt von einem Selbstmordattentäter. In den vergangenen Monaten hatte sich der Konflikt zwischen der Regierung und den kurdischen Rebellen zugespitzt. Immer wieder gab es Anschläge der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans, gegen türkische Soldaten und Polizisten. Die türkische Armee wiederum bombardierte Stellungen der PKK im Nordirak.